Nun kommen wir zu der Schlagzeile von Paul Brandenburg. Ist zugegebenermaßen etwas kryptisch, aber lassen wir ihn mal ausführen. Denn Moskau liegt jetzt an der Ostsee. Wir haben schon lange gelernt, dass Krieg jetzt Frieden ist und Freiheit Sklaverei. Und deswegen überrascht es nicht sonderlich. 133 Menschen sind gestorben, weil sie ermordet wurden. So viel wissen wir. Und ansonsten wissen wir gar nichts. Aber was wir plötzlich dann wissen, ist wahrscheinlich von den gleichen Menschen beigebracht, die ukrainische Pässe auf irgendeinem Segelboot irgendwo in der Ostsee gefunden haben, Charterverträge und alles mögliche andere an Bekennerschreiben. Wir wissen auf jeden Fall sicher, weil es uns das Staatsmedium mitgeteilt hat, das waren keine Ukrainer. Die haben nichts damit zu tun. Also wir wissen gar nichts, so viel wissen wir. Wir wissen, dass der IS, der islamische Terrorstaat, sich dazu bekannt hat, zu diesem Anschlag auf ein Moskauer Konzert. Aber das ZDF-ARD-Staatsfernsehen weiß aus irgendeinem Grund ganz sicher, die Ukrainer waren es nicht. Da muss ich Kandidat dem sein, um zu sagen, das hat ihn wahrscheinlich die CIA verraten und die NATO hat es noch irgendwie nach einer Apostille drauf gedrückt. Wir sehen an diesem Beispiel etwas sehr Wichtiges aus meiner Sicht und sollten begreifen, wenn wir diesen Irrsinn hören, im Angesicht, nochmal, man kann es nicht oft genug sagen, von 133 toten unschuldigen Menschen, wahrscheinlich zucken einige und sagen, na, es waren ja Russen und die sind ja bekanntermaßen momentan furchtbar böse. Wenn Russen sterben, dann ist das erstmal bestimmt nicht so schlimm und im Zweifelsfall steckt Putin oder der Klimawandel dahinter. Aber an dieser unglaublichen menschenverachtenden Missinstrumentalisierung solcher Dinge. Und das zu sagen, spielt in keiner Weise die russischen Verbrechen runter, die im Rahmen dieses Krieges sicherlich auch passieren. Es ist auch keine Entschuldigung Putins und keine Sympathisierung mit irgendeinem Regime, wenn man einen Terroranschlag als solchen beklagt, ob der jetzt in Palästina stattfindet oder eben in Moskau, in kleinerem Rahmen zum Glück. Wir sehen sofort, dass er instrumentalisiert wird, und zwar von allen denkbaren Seiten instrumentalisiert wird. Zuerst dann von unserer, weil man feststellt, die Ukrainer waren es ganz sicherlich nicht. Er wird sicherlich in ähnlicher Weise, wenn es denn irgendwie geht, auch von russischer Seite instrumentalisiert werden für die eigenen Zwecke. Und wir sehen an diesem Beispiel exemplarisch, dass wir nichts sehen und sollten uns klar machen, was wir daran ganz eindeutig erkennen. Wir befinden uns ganz tief bis über den Kopf in einem Bürgerkrieg, in einem Informationsbürgerkrieg, in einem digitalen Bürgerkrieg, unser Regime auf der einen Seite mit verschiedenen Fraktionen auf der anderen Seite. Und wir sehen, dass es wirklich nichts mehr gibt in dieser Vermengung von realen Ereignissen, die irgendwo stattfinden und ihrer Interpretation, Metabearbeitung und Rebearbeitung der Metabearbeitung, wo am Ende das Gegenteil vom Anfang rauskommt. Es wird doch niemand mehr überraschen, wenn morgen wieder ukrainische Pässe irgendwo gefunden werden in diesem brennenden Trümmerhaufen von Konzerthalle. Und Olaf Scholz erklärt, das waren auf jeden Fall nicht die amerikanischen Verbündeten. Also offenkundig wird doch jedes schreckliche Ereignis in der Weltgeschichte momentan für die Zwecke des Regimes gerade verwendet, das seine eigenen Kriegsinteressen durchsetzen möchte. Und wenn wir eine einzige sinnvolle Information rausnehmen können aus diesem Irrsinn, aus diesem fürchterlichen Verbrechen und der Art, wie es unseren Medien kolportiert wird, ist, dass wir tatsächlich gar nichts mehr und restlos gar nichts mehr glauben dürfen. Es gibt das schöne alte Wort, glaub nichts von dem, was du hörst, sondern nur die Hälfte von dem, was du siehst. Und das müsste man eigentlich noch ein Stück weiter treiben mit Snicklink. Der sagt, das ist ja eher alles nur eine schreckliche Simulation und man kann es nicht mehr ernst nehmen. Der Sinn dahinter ist ein uralter. Da gibt es ein schönes Voltaire-Wort, und der hat erklärt, wer einen dazu bringt, Absurditäten zu glauben und für wahr anzunehmen, der bringt dann auch dazu, Grausamkeiten zu begehen. Und genau das ist dahinter die Logik. Nichts anderes ist dahinter die Logik. Es ist das, was die katholische Kirche über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, praktiziert. Es ist das, was solche Institutionen wie die Nazis praktizierten. Und es ist das, und da ist, ja, oh wei, Gott sei bei uns, ein Nazi-Vergleich. Es ist das, was unser Regime gerade praktiziert, wenn es den bösen, orkartigen Feind im Osten wieder hochschreiben möchte. Und nochmal, es ist keine Relativierung russischer Angriffe und russischer Aggressionen, die es ganz sicherlich auch gibt. Aber darum geht es eben gerade nicht. Es geht mir jetzt darum, unsere eigene Innensicht klarzumachen und jeden dazu aufzurufen, sich zu überlegen, in welchem Informationsbürgerkrieg steckst du eigentlich? Es ist ein rechter Wahnsinn im doppelten Sinne, in jeder Hinsicht eigentlich, was da passiert. Und wir können es exemplarisch an so einer schrecklichen Tat sehen, wenn sie eben beim bösen Feind geschieht. Denn es macht so deutlich klar, wie zweigeteilt diese angebliche Moral der Moralisten ist. Es sind immer die Moralisten, daran kannst du sie erkennen, die am meisten darüber reden, besitzen am wenigsten davon. Es sind die Priester der katholischen Kirche, die Moral hochhalten, die über die Hexen verbrannt haben. Deswegen ist mir jeder suspekt, der von seinen eigenen moralischen Erhabenheiten ständig und immer wieder spricht und betont, was für ein unglaublich integrer Mensch er ist. Ulrike Stockmann hat es mal schön rübergebracht, gab mir einen Geldschein, meinte, hier, ich bezahle mit einem garantiert echten 50-Euro-Schein. Und in diesem einfachen Sinne, ja, und mit dieser einfachen Lektion, glaube ich, muss man diesen Anschlag in Moskau verstehen.
Und damit will ich nicht andeuten, Informationen zu haben, wenn nun wirklich dahinter sein könnte. Ich habe nicht die geringste und nicht die leiseste Ahnung. Es mag am plausibelsten sein, dass es der IS ist, aber der IS hat sich hier im Prinzip nicht anders verhalten wie das deutsche Staatsfernsehen. Er hat einen Vorgang, der da stattfand, für seine eigenen Zwecke schlagartig instrumentalisiert. Mag es sein, dass er es war oder auch nicht. Es nützt ihm, wenn es ihm zugeschrieben wird. Das Einzige, was unser Medium interessiert hat, ist, dass wir es nicht den armen Ukrainern zuschreiben, die wir gefälligst unterstützen sollen. Und was für mich daraus folgt, Dieter, ist, dass wir uns von jeder Art von Staatsmedium verabschieden müssen, und auch von jeder Art von Informationsmittlung über angebliche Vertrauensstellen wie solche Redaktionen. Und die Geschichte eigentlich der freien Medien aus meiner Sicht fortschreiben müssen. Wir können nur noch Informationsverbreitung mit einigermaßen Schutz gegen Geheimdiensteinflussnahme haben, glaube ich, wenn wir ein System etablieren, wenn auch, Kevin, ich weiß nicht, wie du das siehst, was auf Bürgerjournalismus basiert und was zur Art, eine Art von Mehrheit von tatsächlichen Vorortbeobachtern irgendwie zurückgreifen kann. Wie kann es anders noch gehen? Weil jede Art von Stelle, die als Clearingstelle fungiert, scheint nur noch zu lügen, Dieter. Ja, also mit der Kritik hat Paul Brandenburg völlig recht. Die Medien, die sind halt dazu da, um Feindbilder zu schüren. Und so genauso sah es nach dem Terroranschlag aus, nachdem die Vorwürfe gegen die Ukraine im Raum standen, waren sofort alle Medien bereit, obwohl sie keine Ahnung hatten, was passiert war. Ja, die Ukraine, die war es auf keinen Fall. Also ist natürlich reinste Propaganda. Man wusste nicht, was passiert war. Und entsprechend, ja, voreingenommen war dann die Berichterstattung. Also zunächst mal nur ist völlig übereinstimmen, dass wir scharf Fragen stellen müssen. Und die Fragen müssen auch in die Tabuzonen gehen. Da wird behauptet, der Islamische Staat, Abteilung Afghanistan, habe ein Bekennerschreiben formuliert und dann kommt einer der Experten in der Tagesschau und sagt, ja, das ist als zuverlässig einzuschätzen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist da ein Graphologe dran? Ist es wirklich im Netz nicht mehr möglich, ein Bekennerschreiben so zu formulieren, dass es auf irgendjemand hinweist? Und wer das denn gemacht haben soll, verfügt nicht über die Möglichkeit, obwohl er die Logistik hat, eine solche Halle in die Luft zu sprengen, ein Bekennerschreiben zu fälschen. Ich erinnere nur daran, dass der CDU, der Christdemokrat Aldo Moro in Italien ermordet wurde, als er ein Bündnis mit den Kommunisten eingehen wollte, Anfang der 70er. Und dann gab es ein Bekennerschreiben der Roten Brigaden. Damals war das technisch noch nicht so fortgeschritten. Und das wurde sofort als authentisch gesehen. Heute mehren sich die Stimmen, dass es das CIA bzw. deren italienischer Ableger Claudio gewesen ist, die Aldo Moro ermordet haben. Russland ist das Land, das... Ja, die CIA hatte die Roten Brigaden auch infiltriert, das muss man, glaube ich, dazu sagen. ...die ganze Zeit darauf dringt, jetzt mache ich mal den Putin-Versteher, dass man im Kampf gegen den islamistischen Terror zusammenarbeitet. Es sind nur ganz wenige Staaten aus dem Westen überhaupt bereit gewesen, diesem Angebot näher zu treten. Das wäre jetzt von absoluter Dringlichkeit, dass man das Know-how verschiedenster Kräfte, die alle mit verschiedensten islamischen Terroristen zu tun haben, zusammenbringt. Und dann ist natürlich überhaupt gar kein Ausschluss zwischen Islamisten und Ukraine. Ja, warum sollen denn die, die nun wirklich mit Nazis zusammenarbeiten gegen Russland, nicht auch mit Islamisten? Ja, also wie gesagt, informiert euch bei diesem Terroranschlag. Wir werden uns das jetzt nicht weiter ansehen, denn auch die drei hier haben natürlich keine Ahnung und weiß nicht, warum man das so langziehen muss. Brandenburg hier ausdrücken wollte, das ist ja relativ schnell gesagt. Und ich würde sagen, das ist auch die Schlagzeile der Woche. Ich glaube, damit können wir die Reaktion für heute sogar schließen. Paul Brandenburg hat hier mit es herrscht ein Informationskrieg, die Medien sind nicht neutral, Moskau liegt jetzt in der Ostsee, so hat er es dann ausgedrückt, die Schlagzeile der Woche gelandet. Das können wir jetzt sagen. Also ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war die Reaktion auf Nachschlag Folge 25. Wir werden bestimmt auch bald auf Folge 26 und sollten sie erscheinen, auf die Nachfolgerfolgen reagieren.